Jo, Freunde der Kritik. Ja, komm, scheiß drauf. Mann, ich sehe schon wieder den verwaschenen, seltsamen Louis V-Hoodie, der... Ach, Digga. Und das, meine Freunde, ist jemand, der pretendet, er wäre reich, der diese Klamotten trägt. Aber das hier, das ist Reichtum, ja? Nachdem ich in meinen Videos Funkkanäle die ganze Zeit sachlich gegen argumentiere, hat sich ein Funkkanal nun gedacht, dass er das gleiche gegen mich macht und ist dabei komplett gescheitert. Okay. Am Mittwoch kam nämlich auf Valulis Daily das Video KuchenTV dreht wegen Cancel Culture durch. Wer Valulis nicht kennt, das ist ein aber fett Dislikes kassiert, ne? YouTube-Kanal für Leute, denen die Heute-Show zu anspruchsvoll ist. In ihrem Video haben die über meinen Twitter-Beef geredet und sind dabei null objektiv, komplett einseitig und teilweise sogar falsch gewesen. Direkt am Anfang werde ich natürlich erstmal schön falsch dargestellt. Falls ihr KuchenTV nicht kennt, hat nichts mit Backen zu tun, sondern er macht sowas. Also ich will nicht mal sagen, dass die jetzt hässlich sind oder sonst irgendwas, aber die ordne ich direkt in diese Schublade ein, Fem... Okay, und was soll der Clip jetzt zeigen, dass ich Leute als Fem... bezeichne, dass ich in Schubladen denke, wie jeder normale Mensch auf dieser Welt auch. Ja, Formulierung halt, ne? Dieser Clip zeigt halt wirklich einfach null, was ich mache und wurde aus meiner Reaction zum Video Wikipedia ist sexistisch rausgecuttet. Das Originalvideo geht 39 Minuten und sie haben sich da passende 6 Sekunden rausgesucht. Wisst ihr denn nach diesen 6 Sekunden, was ich mache, was für ein Content ich habe, was für Meinungen ich vertrete? Nein, natürlich nicht, denn darum geht es Valulis auch gar nicht, sondern sie wollen mich einfach direkt am Anfang in ein schlechtes Licht stellen, damit die Zuschauer direkt auf ihrer Seite sind. Hatte Valulis nicht schon mal so Beef mit KuchenTV mäßig oder so? War da nicht mal irgendwie was? Chat? Hatten die nicht schon mal Streit oder so? Haben die nicht schon mal so übertriebenen Beef irgendwie gehabt oder so? Da war doch irgendwie mal, dass die sich schon ein, zweimal irgendwie so angebieft haben, oder? Meine ich doch. Ja, wahrscheinlich war das jetzt so Kicker-Reaktion, so sie wollten wahrscheinlich einfach irgendwie hin. Ja, ich bin nicht überbelichtet, Bro. Ich chill einfach da hinten. Lass mich doch. Ich meine, man hätte wirklich alles von mir zeigen können. Warum nicht zum Beispiel etwas Positives wie hier? Generell ist Feminismus aber für unsere Gesellschaft enorm wichtig. Ganz plump gesagt bedeutet Feminismus eigentlich die Gleichstellung von Mann und Frau. Ich meine, das hätte halt genauso wenig Aussagekraft gehabt, aber wäre zumindest etwas Positives. Nein, man geht natürlich alle Reactions durch, die ich gemacht habe und sucht genau die 6 Sekunden raus, die man gegen mich verwenden kann. Sag mir mal bitte, wie lange ihr danach gesucht habt. Das Lustige ist auch, wie intelligent die Leute von Valulis sind. Und zwar zeigen sie... Immer das Argument und das Wort Intelligenz. Ich finde es immer so schwierig, Intelligenz ist halt nicht zu greifen, so abgesehen halt von dem IQ. Zu sagen, jemand ist nicht intelligent, weil er rhetorisch vielleicht nicht so stark da jetzt gewählt hat, ist immer... War schwierig, ne? Oder? Einen Twitch-Ausschnitt von mir und da sieht man im Hintergrund ein Profil. Und das Profilbild da ist die ganze Zeit halt nicht zensiert. Man sieht es in 2 verschiedenen Größen. Als ich auf das Profil gehe und das Foto groß mache, wird es aber auf einmal zensiert. Ich meine, warum? Man hat auch vorher in der kleineren Einstellung wirklich alles daran erkannt. Ja, mag halt ein Flüchtigkeitsfehler sein, aber da mangelnde Intelligenz zu unterscheiden, weiß ich nicht. Es macht halt null Sinn, das Große zu zensieren, aber die kleinen Bilder... Ich weiß nicht, ob ich den Pulli geil oder scheiße finde. Ich bin mir noch nicht ganz, ganz sicher. Nicht. Wow, gute Arbeit auf jeden Fall. Jetzt geht es um ein Luke Mockridge-Video und dazu sagt Valulis übrigens, dass es tatsächlich ein Ermittlungsverfahren gegeben hat, was allerdings eingestellt worden ist. Luke Mockridge ist also rechtskräftig unschuldig. Dazu sagen sie dann Folgendes. Also hatte Kuchen sogar recht, aber dann sagt er... Man muss hier aber dazu sagen, wir wissen halt gar nicht, ob er das ernst gemeint hat oder ob das eher ein Scherz gewesen ist. Auch hier wurde natürlich wieder taktisch klug ein Cut gesetzt, der mich super schlecht hinstellen soll. Denn mein Argument ging eigentlich noch weiter. Mal abgesehen davon, dass ich ja, kurz okay, ein bisschen über sehr, Humor gerantet habe, habe ich am Ende eigentlich Folgendes gesagt. Und wenn das für beide als Scherz erkennbar war, dann sehe ich da auch gar kein Problem drin. Was ich damit sagen möchte, wir kennen den Kontext dieser Aussage einfach überhaupt nicht. Es ging nicht darum zu... Ja, okay, das ist halt schon echt uncool, wenn das halt so weggecuttet wird, dass er halt möglichst beschissen dasteht. Das ist halt... nicht einem journalistischen Standard irgendwie gerecht. Zu sagen, dass das ein Scherz ist oder so, sondern... Die haben meine M&Ms geklaut. Einfach schlichtweg, dass wir den Kontext dieser Aussage nicht kennen. Mein Argument wird hier also mal wieder absichtlich weggeschnitten, einfach nur damit man negativ gegen mich berichten kann. Das finden wir
Scheiße. Jetzt geht es um die Abmahnungen, die ich gerne einigen Twitter-Nutzern nach Hause schicken wollen würde. Auch da wieder fasst Balulis das Ganze komplett falsch zusammen. Warum genau will er die abmahnen? Das sind halt Dinge, da kann ich also sie halt anzeigen. Also jemand hat dich als Sexist. Nein, kannst du nicht. Jemand natürlich. Hat dich als Sexist bezeichnet. Das ist nein, Rufmord. Du kannst nicht jemand. Nein. Auch hier stellen sie es wieder falsch hin, weil sie sagen, dass ich die Leute nur wegen dem Wort Sexist abmahnen möchte. Das habe ich aber nie behauptet, 10-mal dementiert und stimmt halt auch einfach nicht. Lustigerweise wurde der wahre Grund mehrmals im Interview mit Shahak Shapiri gesagt. Auch davon haben sie eine Szene eingeblendet, das heißt, sie kannten das Interview auf jeden Fall. Und da sage ich zum Beispiel Folgendes. Weißt du, was zu sagen, dass ich jemanden geschlagen habe, hat nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun, Bro. Das ist offensichtlich Rufmord. Ja klar, aber ich meine, es ging ja auch nicht nur darum, sondern dass dann auch gesagt wird, ja, der schlägt die Frau seiner Kinder so. Es ging nicht darum, dass mich Leute als Sexist bezeichnen. Auch das ist war strafbar, aber ganz ehrlich, das wäre halt schon wirklich sehr kleinlich. Ist das strafbar? Oder ist das Rufmord? Ich habe keine Ahnung von sowas, Alter. Ach, scheiß drauf. Es ging eigentlich um einen Tweet, wo ich ganz klar als Frauenschläger hingestellt werde, und zwar folgender. Entschuldigung, wenn ich noch einmal was über KuchenTV hier lesen muss, Alter. Der Typ hat die Mutter seines Kindes geschlagen und ist der sexistischste Wichser dieser Welt. Wer bis jetzt noch nicht aufgehört hat, ihn zu supporten, zeigt nur, wie ignorant er ist. Dass sie mich neben den Frauenschläger auch noch als sexistischer Wichser beleidigt hat, kommt der Abmahnung natürlich zugute, aber ist halt wie gesagt nicht der Grund, warum ich das machen möchte. Und in diesem Shahak-Interview habe ich das 5-mal gesagt, ich habe das 2-mal bei Instagram gesagt und ich habe das nochmal in einem anderen Livestream gesagt. Von Valulis wird der Punkt aber einfach komplett weggelassen. Es wird ja, halt wirklich nicht halt einmal erwähnt. Man nimmt also nur einen Teil der Information, um mich dann wieder schlecht hinzustellen. Denn für Leute, die sich nicht mit mir auseinandersetzen und nichts von dieser ganzen Sache mitbekommen haben, stehe ich jetzt natürlich wie der übelste Trottel da, der Leute für sexistisch abmahnen möchte. Also, KuchenTV beleidigt Leute hart, aber sobald er selbst kritisiert wird, dann droht er mit Anwalt wegen Rufmord. Auch hier natürlich wieder komplett falsch. Wo beleidige ich denn bitte hart? Also wirklich so, dass es unter die Gürtellinie geht. Ich mache Videos, in denen ich ganz sachlich und vernünftig versuche, meine Meinung rüberzubringen. Ja, ich sage vielleicht manchmal so Dinge wie dumm, dämlich oder vielleicht noch Idiot, aber ich denke, dass das auf jeden Fall noch im Rahmen ist. Erstmal feiere ich Beleidigungen an sich einfach gar nicht mehr, weil es halt nichts aussagt. Dazu muss man sagen, dass ich schon des Öfteren Probleme mit Beleidigungen rechtlicher Natur hatte, worauf man irgendwann auch keine Lust mehr hat. Und man geht natürlich immer die Gefahr ein, dass man von den Plattformen gesperrt wird, wenn man die ganze Zeit rumbeleidigt. Fakt ist, ich beleidige nicht. Und da könnt ihr wahrscheinlich die Videos meiner letzten 2 Jahre angucken, um euch ein Bild davon zu machen. Beispiele dafür, wo ich hart beleidige, werden von Valulis komischerweise nämlich auch gar nicht gezeigt. Das wird halt einfach mal so in den Raum geworfen. Also sachlich seine Meinung zu sagen, ist für Valulis hart beleidigen. Gleichzeitig sind falsche Vorwürfe wie Frauenschläger oder sexistischer Wichser ganz normale Kritik. Also ich weiß nicht, habt ihr da irgendwelche Dinge vertauscht oder sowas? Weil das macht halt überhaupt keinen Sinn, was ihr da gerade sagt. So wie gesagt, finde ich es auch hier am lustigsten, dass sie wirklich der Meinung sind, dass Dinge wie sexistischer Wichser oder dass ich ein Frauenschläger bin, für sie einfach Kritik ist. Geile Kritik auf jeden Fall. Das Ganze wollen sie jetzt auf jeden Fall nochmal mit einem wannabe-lustigen Clip verdeutlichen. Als ich das letzte Mal jemanden gesehen habe, der so langsam denkt wie du, habe ich als Zivi in der Demenzstation gearbeitet. Du bist endgemein. Gemein? Gemein? Habt ihr das gehört? Das ist Rufmord! Das Ding ist halt, klar, es soll ein Joke sein, ja, und ich weiß schon, was sie damit auch sagen halt wollen. Der Joke kommt also aber halt einfach nicht, weil nicht es halt null an der Realität ist und überhaupt nichts widerspiegelt. Danach machen sie genau das gleiche wie Shahak. Sie nehmen jetzt irgendwie. Das ist immer das Problem bei diesen Dingern, diese pseudo-intelligente, die pseudo-intelligente Weirdness dieser Medien teilweise, dieses so. Wer kickt denn, also wer lacht denn darüber? Wer ist denn darüber am Lachen, Digga? Wer lacht denn? 10 Sekunden aus dem 50-Minuten-Interview, wo er einmal recht gehabt hat. Da diskutiert er, ob das jetzt Kopfgeld ist oder nicht. Warum ist es kein Kopfgeld? Kopfgeld ist halt in der ursprünglichen Bedeutung nach das Geld, was jemand erhält, der eine bestimmte Person tötet. Ich erspare euch mal den ganzen Clip. Ja, es passt in die Definition von Kopfgeld. Das Ganze hatten wir ja schon im letzten Video. Aber auch da verstehe ich wieder nicht, warum man genau diesen Punkt jetzt einfügen musste. Neben Twitch ist der ganze Talk auch noch auf YouTube online und der geht halt 53 Minuten. Und diese 10 Sekunden, die ihr da eingeblendet habt, spiegeln halt null das komplette Gespräch wieder. Auch hier wieder werden ja, die ganzen halt Fails und schlechten Aussagen von... Das Ding ist halt, ja, klar... Aber die Leute wollen ihn ja bewusst schlecht darstellen. So, das ist ja nicht, das ist jetzt nichts Neues, so, dass man das nicht kennt so von so Medien. Das machen sie ja bewusst, weil sie ihn ja wirklich schlecht darstellen lassen wollen, sehen, stehen.
Tahak einfach komplett ignoriert und es wird aus dem 53-Minuten-Interview die 10 Sekunden genommen, ja, wo er einmal recht gehabt hat. Was ist das denn bitte für eine objektive Berichterstattung? Ja. Wie gesagt, es ist vollkommen egal, ob es Kopfgeld ist oder nicht, weil es nichts an der Aktion ändert. Vollkommen egal, wie man das jetzt nennt. Dazu muss man natürlich einfach sagen, dass die Leute unter Kopfgeld etwas ganz anderes verstehen, als das, was ich damit gemacht habe. Ich meine, solltet ihr nicht minimal objektiver sein? Ich meine, ihr berichtet komplett einseitig, lasst Informationen weg und stellt mich dadurch komplett falsch in eurem Video hin. Ich finde es eigentlich unfassbar, dass Funk sowas zur Veröffentlichung freigegeben hat. Ja, ich meine, Funk ist jetzt auch keine Instanz, die tatsächlich alles, glaube ich, kontrolliert. So, Funk hat schon den einen oder anderen Aussetzer schon gehabt, ne? Aber es war... By the way, Worldwide Wohnzimmer, Giga Cringe. Spaß, ich liebe die Jungs. Das ist sehr spannend zu sehen, wie so zwei Blasen aufeinandertreffen. Auf der einen Seite die... Das wird man auch sagen dürfen, KuchenTV, Leute, und auf der anderen Seite der empörte Mob. Auch hier finde ich es, by the way, nicht gut, dass meine Community als die Das wird man doch noch sagen dürfen Community hingestellt wird, denn das ist ein Ausdruck, der halt meistens von super rechten Leuten benutzt wird, um irgendwie Kritik an der Flüchtlingspolitik oder irgendwie sowas zu rechtfertigen. Meine Community hat damit aber überhaupt nichts zu tun und meine Community ist auch nicht die Das wird man noch sagen dürfen Bubble. Das ist halt einfach wieder eine Lüge, um mich in die rechte Ecke zu drängen. Dazu finde ich es sehr komisch, dass er die Gegenseite als Twitter-Mob bezeichnet, was ja komplett neutral ist. Denn eigentlich sind das hardcore-linke sexistische Feministen, die Twitter-Mob passt da schon ganz gut. Zwar denken, dass sie für Gleichberechtigung sind, aber ganz klar Männer benachteiligen wollen, was man ja auch an meinem Beispiel gesehen hat. Also mal wieder super neutral an die Sache rangegangen. Und jetzt hat er sich gerade per Instagram-Story für diese ganze Kopfgeldsache entschuldigt. Immerhin. Das ist das Letzte, was ich euch zeigen will. Ich meine, das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Punkt, aber warum zeigt man meine Entschuldigung im Video nicht einfach? Ja, ich meine, da habe ich wenigstens erklärt, warum ich so gehandelt habe, wie ich es getan habe. Da rede ich übrigens das auch darüber, dass das ja Rufmord ist wegen dem Frauenschläger und so. Eine Information, die in euren Video, wie gesagt, nicht ein einziges Mal genannt worden ist, obwohl ihr ja zumindest mal meine Entschuldigung gelesen haben müsst. Das ist schon sehr, sehr komisch, dass das dann irgendwie nicht im Video vorhanden ist, oder? Viel mehr kann ich dazu auch einfach nicht sagen. Das Video ist halt wirklich einfach nur hetzend gegen mich, weil hier absichtlich wichtige Informationen weggelassen worden sind oder man hat sich... Ja, aber im Endeffekt, also es ist mir auch einfach scheißegal, kann ich an der Stelle auch nur sagen.